Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Multiplayer auf Backhand Crossing. Ja, wir sind natürlich immer noch mit Kaffee beschäftigt, ne? Ja, ausgegraben ist er. Das Gelände ist soweit es geht, sag ich mal, wieder so hergestellt. Ich habe auch schon mal rechts und links versucht, Bahnen zu kalken. Das funktioniert ebenfalls. Und ja, wir müssen natürlich hier noch Strecke einfahren. So Weg nach hinten habe ich gemalt. Ein Silo habe ich auch schon gestellt, ne? Ich habe das Feld, das Kaffeefeld auch nochmal gepflügt. Weil da gibt es ja genug Angebote, sag ich mal, wenn man da entsprechend Google bemüht, dass man da auch einen Flug findet, der keine Kollision hat. War relativ einfach, da was zu finden, und mit denen habe ich das Ganze mal gepflügt. Hier ist natürlich ein bisschen Zeit vergangen. Ja, Stahlindustrie ist voll. Mission ist abgeschlossen. Steht auch schon ein neues Fahrzeug dort. Wir haben die 51, ist meist drauf jetzt, ne? Ich hoffe, es bleibt auch so, ne? 51 annehmen können als Düngermission, und unser Feld ist ja auch entsprechend abgeschlossen mit Ansehen, ne? Weil da geht doch so ein bisschen, hat man in der letzten Folge gesehen, hier eine halbe Stunde lang so ein bisschen nur Erde hin und her bewegt, und ja, ist so, ne? So, hier wollen wir jetzt Strecke aufnehmen, weil ich brauche natürlich Kalk in den Silo. Aber hier drüben habe ich einen Düngerstreuer auch eingestellt, ne? Und ja, der fährt eben ganz schön weit raus. Das ist das, was mir eigentlich nicht so gefällt, weil ich dachte, der wendet ein bisschen kürzer. Ne? Aber Risiko ist natürlich, dass in dem Moment jemand kommt. Ne? Aber das werden wir sehen, ob sich das dann, ja, ob es funktioniert oder ob es schief geht. Mal gucken. Ne? So, wir fahren hier erstmal einfach gerade hinter. Weil mit dem Kalkstreuer, ich brauche Kalknachschub. Ich habe jetzt hier auch ein Silo mit drauf. Ui, habe ich auch schief gemalt. Das können wir so nicht lassen. Gefällt mir so nicht. Moment, das müssen wir nochmal ändern. Dann werden wir doch hier nicht mit Hans Vehikel, sondern hier so ein bisschen freihand hinterfahren. Ja, hier geht so einigermaßen, ne? Dann machen wir hier mal eine neue Aufnahme. Lenken schon mal hier ein bisschen rüber. Weil der muss ja nicht exakt alles hier im Winkel sein, ne? So, den nach da vorne löschen wir mal weg. Ich dachte, ich hatte so relativ gerade nach vorn gemalt, aber gut, das ist dann so. Das ist die ganze Spur weiter rechts, ne, würde ich sagen, oder? So, da rasten wir hier einfach nochmal ein. Ich habe auch hinten ein bisschen Gartenzaun gesetzt, auf der anderen Seite auch, ne. Hier lässt er sich nicht weitersetzen, da muss ich erstmal gucken, warum. Das weiß ich auch noch nicht, das müssen wir alles gucken. So, wir wollen in erster Linie, wollen wir ja hier Kalk und Dünger kann ja eingelagert werden. Laut Beschreibung, ich hoffe es ist auch so, ne, ist aus dem Ingame-Mod-Hub. Aber ich gehe mal davon aus, ich meine, es ist ausreichend. Ich weiß gar nicht, wie viel reingeht. Ich glaube 5 Millionen, ne? Oder? Also genug. Ich könnte auch Flüssigdünger und Herbizid einlagern. Also Kalk, Dünger, Flüssigdünger und Herbizid soll hier reingehen. So, wir brauchen hier natürlich einen Punkt. Habe ich hier nicht richtig glatt gemacht? Doch. So, der müsste uns eigentlich genügen, dass er abladen kann. Das wird dann Silo. Silo Plantage am besten, oder? Wo speichern wir das denn überhaupt generell? Anlieferung. Ob wir einen Punkt zur Abholung brauchen, weiß ich nicht. Meine klar, den Kaffee müsste man ja auch irgendwo hin tun. Aber ich wollte erstmal hier, sodass wir erstmal Kalk anliefern können. Hier bin ich noch am überlegen, weil wir jetzt das Ganze wieder einplaniert haben, weil dort steht auch der Kalkstreuer. Theoretisch könnte man jetzt hier hinten nochmal querflügen und noch etwas Kaffeereben ansetzen. Ne?
Bloß wenn, dann müssen wir es ja definitiv in diesen Monat machen. Weil sonst haben wir ja unterschiedliche Wachstumsstufen. Das ist ja eher nicht passend, würde ich sagen. Da haben wir eine komische Kurve hingezimmert hier. Den schieben wir mal ein Stück zurück. Das müssen wir ja ein bisschen etwas rundlicher gestalten. Oder mehr in die Flucht bringen von mir aus. So, gucken wir mal, bis sich hier die Linien verschieben und dann verschiebt man das auch wieder nach rechts rüber. Wir werden hier hinten auch noch den einen oder anderen Parkplatz machen. Dass wir dann definitiv auch einen Anfahrpunkt haben. Wenn wir irgendwelche Gerätschaften am Shop holen müssen oder dergleichen, das müssen wir mal gucken. Die erste Bahn lässt sich nicht düngen, da hat man ja schon mal versucht. Kalken, meine ich. Ne? Da hat man ja schon mal versucht und das ist, ja, bin ich zwar noch mal drüber gefahren, aber es nimmt kein Kalk mehr an. So, dann müssen wir hier noch den Abzweig einrichten, dann können wir nämlich hier mal Kalk herordern. So, hier einfach hier mit Zweien werden wir ja abzweigen. Das sollte uns hier so ausreichen, dann setzen wir hier vorne noch einen Punkt hin. Kann ja sein, wir müssen noch mal in die andere Richtung, ne? So, da brauchen wir natürlich einen Abzweig, dass wir auch reinfahren können. Den setzen wir hier eigentlich und dann setzen wir mal noch einen hier in die Mitte. So, dass wir nämlich den Abzweig hier auch nach links weg einfärben können, dann halt brauche ich oder noch Quatsch. Brauche ich doch gar nicht. Brauche hier und hier noch einen Punkt. Brauche da einen Punkt. Müssen wir noch rausnehmen, ne? So, da sollte das Ganze eigentlich schon passen. Wenn wir ein Stück hergehen, das wird sonst nichts hier. So, zack. Dann müssen wir eigentlich bloß einen herbestellen mit Kalk. Ne? Und ich überlege jetzt echt, ob ich mit denen jetzt zurückfahre, ob wir uns wirklich hinten einen Flug holen und da noch ein Stück machen. Ne? Hier habe ich ein bisschen weit rausgemalt gehabt, deshalb muss ich das ja kurz korrigieren. Ich weiß nicht, ob hier wieder Gras wächst oder ob wir es anpflanzen müssen. Ne? Müssen wir überhaupt hier wieder Gras anpflanzen, dann ja, oder? Wenn, dann finde ich es ja unter Pflanzen und dann sicherlich gab es ja die verschiedenen Grassorten, ne? Gras, Gras und Forest Ground. Ist es das hier, was hier gemalt ist? Ich weiß es nicht. Ne, das ist es nicht. Das sieht eher aus, wie das, was hier gemalt ist. Malen wir mal lieber es wieder zu, ne? Die sollen wir hier mal Ärger kriegen noch. Wir müssten hier generell vielleicht auch mal hier Straße einfahren. Ne?
Wir fahren ja hier auch bloß auf der Wiese lang, so mehr oder weniger. Die Büsche werden schon wieder wachsen, hoffe ich mal. Wir schicken ihn hier mal zur Werkstatt. Die wird natürlich noch gut besucht sein. Wir müssen auch mal... Ah, ich könnte schon wieder 5 Sachen auf einmal machen und dann schaffen wir wieder nichts. Ne? So, er soll mal dahin fahren. Oh ne, da fährt erst Wenden irgendwo. Ne? Sollte man, glaube ich, hier drüben einstellen. So, wir müssen trotzdem erst noch mal gucken hier. Nicht, dass wir ja doch was Falsches gemacht haben mit dem Silo, aber ich denke mal doch... Ach ne, 500.000 gehen rein. Okay, 500.000, nicht 5 Millionen. Aber das reicht uns ja aus, wenn wir 100.000... Ja, 150.000 Kalk da haben und etwas Saatgut, dann reicht das. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo wir Kalk herkriegen. Was wir jetzt ja hier im Stone Crusher, das klang wie Wasser, ne? Kalk. Warum sehe ich es nicht? Ach, da oben ist das Display. 57.000 Liter sind hier bloß noch drin. Meine, wir sind erstmal durch mit unserer Ansaat. Wir brauchen eigentlich in diesem Ingame-Jahr so richtig kein Kalk mehr. Also vielleicht zum Ende des Jahres. Ne? So, mal gucken, was hier im Hofsilo noch ist. Also der muss ja aber kräftig weiter produzieren. Ne? Wenn wir durchlaufen können, wäre auch gut gewesen hier. Kalk. Ja, bloß 195, ne? Ist nicht viel, ne? Nicht viel, ne? Aber wir sind ja eigentlich fertig mit Ansehen. Ne? So, wir gucken mal hier. Werkstatt wird nämlich auch noch ein bisschen stau sein, würde ich jetzt vermuten. Genau. Weil die Kollegen ja alle wieder da sind. Oh, er ist schon betankt. Okay. Dann können wir ja einfach mal... Theoretisch sollte die Sämaschine eigentlich einen Parkplatz haben. Die andere ein. Hatte ich die Parkplätze nicht zugewiesen? Doch, die hat einen. Moment. Jetzt mal hier wegfahren. Oder hatte ich das bloß bei einer fertig gemacht? Das ist natürlich wieder alles möglich, ne? Komm halt an. Diesel rein. Die hatten Parkplatz 1. Ah, jetzt bin ich weggefahren. Ich kein Diesel mehr. Doch. Dann braucht die Sämaschine hier drüben natürlich einen Parkplatz. Sämaschine 2. Den gibt's, weil die hatte ich ja schon mal angelegt. Ist jetzt bloß die Frage, wo habe ich sie? Die stehen hier oben alle noch, ne? Sämaschine 2. Maschine ist aktiv. Dann werden wir den hier mal zuweisen. Und dann kann er hinfahren. So, er ist fertig getankt, fertig repariert. Er kann auch parken fahren. Erstmal den AD-Linien noch ausmachen. Eigentlich den hier rausnehmen. Also dann holen wir uns mal unseren Flug. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das da hinten noch größer machen. Weil sicherlich, ups, ist es nicht so... Ich weiß nicht, ob es entscheidend ist. Ich meine, wir werden den Kaffee, wenn mir nichts Besseres einfällt, ich weiß nicht, ob wir auf Feldrandkurs mal einfahren müssten. Also es lässt sich mit CP weder jetzt in der Version oder vorher, bevor wir es ja abgesenkt hatten, dort was generieren. Das geht nicht. Weil CP da irgendwie kein Feld erkennen. Entweder müssen wir unseren Feldrandkurs mal einfahren. Das können wir machen. Und mal gucken, ob es dann geht. Oder ja, aber das machen wir erst, wenn wir wissen, wie groß das ist. Und selbst wenn CP wenden würde, können wir dort mindestens noch 2 Stöcke dran pflanzen, hoffe ich mal. Ne? Leider ist es jetzt grundverkehrt, was wir da machen. Also sind wir so ein bisschen
Plantage-Anlieferung. Dort schicken wir mal hin. Keinen Weg gefunden. Ist ja auch nicht verkehrt. Was hast du da wieder gemacht? Achso, ich stehe hier bestimmt schlecht. Ich soll, glaube ich, hier auf die Straße stellen. Ja, geht's auch. Genau. So, wen haben wir denn jetzt noch hier? Ihn hier zum Beispiel. Der lädt 45.000. Ne? Dann viermal sind 100, ne, sind zu viel. Dreimal. So, abholen. Hofsilo. Abholung. Plantage-Silo. Ne, müsste man eigentlich Plantage-Silo nennen, nicht Silo-Plantage, oder? Ist ja auch ein Durcheinander. Ah ne, Silo-Abholung, Silo-Plantage. Abholung. Ne, Anlieferung. So, und Kalk. Bei Touren, da kann er los. So, wir verpassen mal unseren Düngerstreuer noch einen Kurs. Wir werden auch Dünger hinfahren, weil wie gesagt, die Fahrzeuge, die holen sich ja nicht selber. Also das werden wir dort vor Ort am besten immer machen müssen. Da fahren wir, glaube ich, am allerbesten. So, wir brauchen einen Kurs mit einem Vorgewende. Mehr nicht. Wir hätten zwar gerade genommen, aber ich lasse ihn einfach fahren. So, erster Wegpunkt. Mineraldünger, Saatgut, Dünger, Dünger. Er kriegt dort Dünger, also einer Düngerproduktion. Und da kann er hier los. Und sollte er Nachschub brauchen, kriegt er das auch. Da lassen wir ihn mal fahren. Gut, gut, ich habe zwar ja noch 2700 Liter Kalk drin. Aber ich würde sagen, wenn bis hierher die Reben stehen, dann müsste er trotzdem noch wenden können, oder? Wenn wir uns das jetzt hier angucken. Falsche Taste. Bin ich so der Meinung, dass das theoretisch gehen müsste. Dass wir hier nochmal eine Verlängerung anschweißen. Mit zwei Stück. Auf jeden Fall, oder? Meine drei Stück vielleicht nicht. Dann könnte es mit CP doch knapp werden, oder? Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass er hier unten, meine, so viel weniger ist es dann nicht, ne? Meine, was bringt's? Das ist die andere Seite. Ich weiß ja gar nicht, was das hier für ein Antrag ist, ne? Boah, eigentlich drei Stück wäre fast gescheiter. Weil wir können mal den hier noch mal kurz gucken. Weil die Düngersteuer hat man ja vorhin schon mal gesehen, dass er relativ weit wendet. Ich glaube, ich hätte drei Reihen überspringen sollen, nicht bloß zwei. Ne? Aber gut, mir düngen mit Precision Farming, das ist nicht das Ding, das funktioniert schon. Er macht ja 24 Meter und nicht 12, ne? Wie der Kalkstreuer. Da überspringen wir ja 1. So, wenn wir jetzt hier gucken, er fährt raus. Hier wendet er. Halt mal an, halt mal an, halt mal an, halt mal an. So, brauchen wir mal kurz was hier zum Messen. Dann kann ich den Kaffee hier nicht pflanzen.
ist denn das wieder? Warum geht das nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sagen wir mal sieben Raucher zum Wenden. Sieben Raucher zum Wenden, und wenn wir hier gucken, eins, das sind zwei Kästen, also 4 Meter. Ne? Also 32 Meter braucht er dort zum Wenden. Wenn wir das Ganze mit CP hinkriegen. So, nächster Wegpunkt, kann ich weitermachen. So, wenn wir jetzt hier mal einfach gucken, nehmen wir am besten auch wieder Opten. So, wir stehen hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir hätten 8, 9, hätten wir, naja, äußerste Reserve, aber nochmal 4 Meter, also 8 Meter. Hier vorne ist es ein bisschen weniger, doch das geht. Also da können wir eigentlich auf der Höhe, wo wir jetzt hier stehen mit dem Trecker, da bis dahin, also 3 Reihen, können wir da schon dran pflanzen wahrscheinlich doch. Nachher hier vorne wird sowieso mehr. Ui, wir behindern wieder alle hier. Können wir gleich mal gucken. Also ausgekippt hat er schon. Ist ja gut. Aber das funktioniert. Wenn sie was. So, genau, das sind eigentlich, würde ich sagen, 2 Bahnen, die wir ja lang fliegen müssten. Ja, Felderstellung an. Ach so, müssen wir wieder Steine sammeln, oder? Wo ich zwischen den Reben hier gepflügt habe, sind keine Steine gekommen. Oder ne, da kommen auch keine. Nee. Aber haben wir nicht beim letzten Mal hier Steine gesammelt? Jürgen hat doch hier Steine gesammelt. Oh, hier war Samstag. Oder hängt das damit zusammen, wenn wir das Gelände so hin und her planiert haben? Weiß ich nicht. Aber wenn keine da liegen, brauchen wir keine einsammeln. Es wird zwar jetzt Heidenarbeit, die Plantagen hier zu verlängern, aber das ist ja nur einmalig. So, hier etwas langsamer. Jetzt weiß ich gar nicht, müssen wir dafür das Stück wieder eine neue Precision Farming Karte kaufen? Oder merkt es das noch? Ja, kommt noch ein Stück. Hier unten. Naja, er hat dort keine Karte, ne? Müssen wir mal gucken, müssen wir wahrscheinlich eine neue kaufen fürs Gelände, ne?
Oh, hier bleiben wir hängen. Halt so, ne? Aber die Karte kann ich erst wieder kaufen, wenn ich Server neu gestartet habe, oder? Sonst geht das doch wieder jetzt nicht. Schicken wir mal hier zurück zur Werkstatt. Oder nee, den lassen wir mal noch hier. Muss ja vielleicht noch ein bisschen Strecke einfahren, dass wir auch den einen oder anderen Parkplatz noch haben. Den können wir am besten vor Silo stellen, sodass den Abfahrer blockiert. Ne? Nee, den stellen wir mal hier drüben hin. Den lassen wir mal noch hier stehen. So, dann werden wir hier bauen. Das ist ja schon, die Folge ist ja auch schon wieder gleich rum. Das ist ja, die Zeit verfliegt. Ja, also ich sitze hier schon mehrere Stunden. So, das wird jetzt am besten wahrscheinlich mit der Maus gehen, oder? 2, 3. Genau. Ja, es hat natürlich jetzt hier eine andere Grastextur, ne? Also den Flug lade ich jetzt nicht nochmal auf den Server. Der hat schon wieder runtergeschmissen. Den habe ich schon runtergeschmissen. Das flüge ich jetzt nicht nochmal. Das wird auch, glaube ich, für immer so bleiben, ne? Oder? Gibt sich das wieder? Weil das Gras ist noch vorhanden, aber die gemalte Textur nicht, ne? Also wüsste ich nicht, wie ich es hinkriegen soll. Und was passiert, wenn ich jetzt in die andere Richtung pflanze? Da bietet mir auch Geld an, das soll was kosten, ja. Okay. Was passiert da jetzt hier, wenn ich drücke? Gar nichts, okay. Geht nicht. In der andere Richtung zu pflanzen geht nicht. Das geht schon mal nicht. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Teurer Spaß, der Kaffee, oder? Na, ich hoffe mal, dass wir dann auch entsprechend entlohnt werden mit der Produktion hier. Ach so, unser LKW steht natürlich hier noch immer noch beim Beladen bei Zementwerk. Wir haben zum Brauerei noch nichts angeliefert, ne? Für die Baustelle, meine ich jetzt. Na, warum macht das denn nicht? Denn Kürbis brauchen wir erst später. Nochmal Halloween-Bier oder sowas, ne? Wir waren 57 Reihen, ich bin noch nicht ganz hinten. Aber das Reinsetzen hat vorher auch am Samstag deutlich länger gedauert, das habe ich jetzt erwischt.
Aber ich würde sagen, wir werden erstmal ja Feierabend machen. Also die Folge jedenfalls. Ich noch nicht hier. Ich werde es auf jeden Fall noch fertig machen. Ja. Also Pflanzen. Kalken weiß ich nicht, ob ich das auch noch fertig mache. Also ich sag mal, vielen Dank fürs Einschalten. Heute Abend gehe ich davon aus, dass wir live sind auf der Marsch. Am morgen Abend, also Samstag, bin ich nicht da. Kennen Crossing wird so erstmal nicht geben. Vielleicht machen wir auch nochmal einen anderen Termin. Dann mal gucken. Ja. Weil jetzt wird es nicht bei mir, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt habe ich es kaputt gemacht oder was hier. Bei mir wird es jetzt generell nächsten Wochen etwas ja, problematisch mit der Zeit. Gut, dann sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Oh, ich habe noch nicht mal die Hälfte. Naja, es dauert noch. Ne? Also in diesem Sinne, bis dahin. Und tschüss.